Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Risen 2. So, ich bin wieder hergelaufen, habe mich diesmal nicht von dieser Falle töten lassen wie so ein Kacklappen. So wie der Vergangenheits-Wiggy, der sich hat umbringen lassen. Was passiert jetzt? Oh nein, ein Sandteufel. Oh nein, ein Fettsack. Kommandant Calientes. Oder sollte ich sagen, Kapitän Garcia? Okay. Du bist ja doch nicht ganz so blöd, wie du aussiehst. Voll gemein. Ich wusste es von Anfang an. Nein, wusste ich nicht. Ich gebe zu, ich habe lange... Bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Wozu die Eile? Ich weiß was Besseres. Wir öffnen die Schatzkammer gemeinsam. Die Schätze für mich, die Knochenhand für dich. Und Mara geht leer aus. Was denkst du? Er hat die Knochenhand doch schon. Oder habe ich das falsch verstanden? Aber ganz ehrlich, als ob die Sandteufel irgendwie Bedrohung ausstrahlen. Weißt du, da können 4 da sein. Garcia. Können auch 20 sein. Das wäre mir egal, aber okay. Gut, dann. Ja. Garcia! Na, oh, geil. Du gieriger Narr, versuchst du mich zu betrügen? Natürlich nicht. Ich wollte dem Kerl eine Falle stellen. Stahlbart zu töten war ein Vergnügen. Den Erden überlasse ich dir. Töte ihn! Jetzt! Ist aber nicht nett. Ja, ich tue das nicht gern, aber jetzt heißt es wohl du oder ich. Und ich sage, ich! Ja, das greife ich mir! Dich greife ich mir! Verpisst euch! Unrat! Weißt du, normalerweise will ich mich nicht darum kümmern, aber so ist es am wenigsten. Oh. Der feine Herr fängt die Pistole an. Das war's gegen den Gorilla draußen anstrengender. Naja gut, ich würde auch eher in echt lieber gegen Garcia kämpfen als gegen einen ausgewachsenen Gorilla. Das Tag. Brauchst du jetzt nicht mehr. Oh, die Hand sieht aber auch echt sexy aus. Aber ich? Der gierige Questerfolg. Was? Silbereisen? Ist das irgendwas Besonderes? Schaden 80 und Dingsens 20. Also ganz ehrlich, ist irgendwas Besonderes am Silbereisen? Ehrliches Material in höchster Handwerkskunst. Okay, scheinbar sollte mich das impressen, dass ich jetzt das Ding gefunden habe. Aber ist da wieder ein... Okay. So, gut, weil ich gerade nicht dazu kam, kleines Funfact, das erste Mal, als wir Mara gesehen haben, habe ich Mara auch direkt in Thumbnail gepackt. Und YouTube hat gesagt, nee. Nudity und so und das Thumbnail einfach gelöscht. Weil ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum, aber fand ich ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht. Es war halt. Aber naja. Weiß gar nicht, ob ich dann für die Folge ein neues Thumbnail erstellt habe oder ob ich dann einfach gesagt habe, okay, komm, scheiß drauf. Lassen wir es halt ohne. Das weiß ich gerade nicht, aber da wo ich gerade Mara oder wo wir gerade Mara nochmal gesehen haben, in ihrer vollen Pracht. Ja. Okay, gut. Maurigato, das ist ja egal. Marakai, die Gräber da an, das ist ja. Also theoretisch wollte ich jetzt eigentlich nochmal zu Patty zurücklaufen, aber ganz ehrlich, die wird ja sowieso, wenn ich jetzt hierher komme. Wenn ich zum Schiff gehe, das nächste Mal wird sie wahrscheinlich da sein. Ich habe gerade nämlich auch. Ja, leid.
gerade keine Ahnung, wer jetzt Häuptling hier ist. Ob ich den irgendwie. Hoshi? Chuck? Ob ich den jetzt noch irgendwie Bescheid sagen muss, so nach dem Motto: Yo, ich bin hier weg. Danke für alles. Zeig mir deine Waren. Zeig. Also ganz ehrlich, wenn ich mich das nächste Mal von irgendjemandem verabschiede, dann sage ich auch mal: Zeig mal deine Waren, Alter. Das interessiert mich am meisten. Gut, schauen wir nochmal hier vorbei. Und sagen, dass Garcia tot ist. Vielleicht interessiert den das ja. Garcia ist tot. Das ist gut zu wissen. Danke für diese gute Botschaft. Ich hoffe, unser Volk wird sich bald von dieser Verblendung erholen. Es hat schon zu lange gelitten. Jetzt ist hoffentlich bald die Zeit für die Freude. Mögen unsere Völker noch lange in Freundschaft voneinander sprechen. Ja, hoffe ich mal. So, und da ist die Paddy auch. Oh, ich habe jetzt alle Titanen. Oh. Sowas zu sagen? Natürlich nicht. Jafar hat auch nichts zu sagen. Okay. Ich will noch mal kurz mit dem Vorgesetzten, muss ich gerade sagen, hier quatschen. Ist der Name natürlich leider entfallen, weil das Sebastian? Nee, das war nicht Sebastian. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Na dann, lass mal hören. Die gute Nachricht ist, ich habe Garcia gefunden. Die schlechte ist, dass Corrientes tot ist. Was? Wie konnte das passieren? Garcia muss Corrientes auf seinem Weg ins Dorf überfallen und getötet haben. Anschließend hat er seine Sachen geschnappt und sich als Inquisitionskommandant ausgegeben. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Was ist mit Garcia? Lebt er noch? Nein, er ist tot. Dann hat er wenigstens gekriegt, was er verdient hat. Gar nicht schlecht für einen Piraten. Die Inquisition könnte Männer wie dich gebrauchen. Tja, man kann nie wissen, wo es einen hintreibt. Ich weiß jetzt, was mit der richtigen Expedition passiert ist. Ich höre. Garcia hat ihre nackten Leichen in einem Ahnengrab versteckt. Die Eingeborenen kümmern sich jetzt um die Toten. Verstehe. Kommandant Corrientes hatte sich sicherlich ein anderes Ende vorgestellt. Danke für die Nachricht. Ja. So. Nicht mal einen nassen Handydruck haben wir bekommen. Okay, gut. Patty, ich habe die Telekinese-Hand, aber erstmal möchte ich mal angucken, was die genau macht. Die Hand des Diebes. Die Hand habe ich Garcia abgenommen. Ich werde sie im Kampf gegen Mara brauchen. Kann ich die einfach benutzen? Kann ich damit rauben und plündern, so wie es sich für einen richtigen Piraten gehört? Kann ich damit den da auswählen? Hi. Kann ich... Ist die irgendwie... Ich hab dir nur eine Bitch-Slap gegeben. Was ist los mit dir? Bam, bam, bam. Bam, bam. Ich habe keine Ahnung, was diese Hand macht. Aber vielleicht ist die auch einfach im normalen Kampf nicht zu gebrauchen. Weil so eine Bitch-Slap kann ich auch mit meiner eigenen Faust verteilen. Naja, gut. Gut, dann quatschen wir mit Paddy. Ich habe die Ich habe Garcias Telekinese-Hand. Gut, ich kann den Namen auch nicht mehr hören. Brauchst du auch nicht. Er ist tot. Der gierige Sack hat's nicht besser verdient. Suchen wir uns ein neues Ziel. Ich habe jetzt alle Titanen-Artefakte. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir Mara finden. Am besten redest du mal mit meinem Vater. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Oh, ich weiß, was passiert, glaube ich. So, Stahlbart, mein allerbester Freund, kommen Sie mal wieder her. Sie haben genug geschlafen, alter Mann. The future is now und so. Ich habe jetzt alle 4 Titanen-Artefakte. Ach, ich habe auch einmal so eins besessen. Puh. Aber sei vorsichtig, Junge. Sie sind gefährlich. Besser, du bringst sie zurück zum Tempel des Wassers. Gute Idee, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ja, das macht die Erfahrung. Das wirst du auch noch lernen. Wo ist der Wassertempel? Was? Nicht was, Wasser. Wasser? Ach so, der Wassertempel. Ein furchtbarer Ort. Du solltest dich davon fernhalten. Hm. Quatsch, kein Unsinn. Wo ist er? Wer? Der Wassertempel.
Ja, es war nicht so leicht, den Tempel zu finden. Wir mussten viele Tage von Antigua bis nach Caldera hin und her kreuzen. Irgendwo auf dem Breitengrad vom Kap der Stürme fanden wir ihn schließlich, mitten in der Südsee. Was denn? Das ist alles? Das ist das große Geheimnis? Einfach den Breitengrad von Antigua entlang? Ja, aber du kannst es natürlich auch von Tacarigua aus versuchen. Das reicht. Jetzt heißt es, keine Zeit mehr verschwenden. Auf zum Wassertempel. Aber du weißt, dass dort eine ziemlich widerliche Kreatur haust, ja? Ach was. Ja, ihr Name ist Mara. Und ich habe noch eine Rechnung offen mit ihr. Stell dir vor. Keine Sorge, ich werde Mara zur Strecke bringen. Ja, wird Zeit, dass diese Höllenbrut endlich von dieser Welt verschwindet. Aber pass auf dich auf, hörst du? Du willst doch nicht auch als Geist enden, oder? Ach Quatsch. Wie war das, sagtest du gerade, Geist? Ja, verdammt. Meinst du, das hier macht Spaß? Nein, bestimmt nicht. Also, lassen wir das. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf unsere Aufgabe. Die Gegend kenne ich. Nein. Achso, okay. Dann hat es damit nichts zu tun. Das heißt, dass ich erstmal von meinem Podest runterkomme. So, Paddy. Ich möchte erstmal ein bisschen was essen. So, ich habe nicht genug gegessen. So. Ich weiß, wo der Wassertempel ist. Ich weiß jetzt, wo der Wassertempel ist. Dann lass hören. Wenn wir dem Breitengrad am Kap der Stürme folgen, soll er sich irgendwo in der Mitte der südlichen Inseln befinden. Gut, das kriege ich hin. Sag mir einfach, wenn's losgeht. Ich kann es kaum erwarten, dieser Bestie den Gar auszumachen. Mach ich. Aber denk dran, wir sollten gut ausgerüstet sein. Wer weiß, wann und ob wir zurückkommen. Wenn man diesen Text hört... Wenn man diesen speziellen Text zu errate mal, wo der Wassertempel ist, genau in der Mitte. Aber hier ist doch... Kommt man hier nicht? Und ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich dachte, man kommt hier auch nochmal hin. Ah. Okay. Gut. Ja. Ich würde mal sagen, wir sind vorbereitet. Beziehungsweise, ich kann ja mal gucken. Morigato. Die Quest ist verbuggt. Der Wassertempel, da kommen wir jetzt hin. Die Gräber der Ahnen, da müssen wir was machen. Mach ich gerade. Ich keine Ahnung. Die Schatzinsel, Stahlbad, Schatz, der Deal mit Harlock. Oh, Harlock zeigt mir. Wollen wir. Haben wir Harlock an Bord? So, jetzt, ich gehe mal pennen. Ich weiß, dass ich das jetzt gerade so ein bisschen in die Länge ziehe, aber ganz ehrlich, diese paar Minuten machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Weil es könnte halt sein, dass Stahlbads Insel halt die hier ist, deswegen bin ich gerade ein bisschen. Chani hat mir nichts zu sagen, so wie immer. Dies, das war Harlock. Bei dir noch alles okay? Alles im Lot, Sir. Keine Bes. Gut. Sehr gut. Aye, Captain. Bones. Ich verstehe nicht, wie sie dich nur dazu überreden konnten, Pirat zu werden. Warum? Sieh dir an, was aus mir geworden ist. Willst du auch so enden? Die Piraten haben den schönen Tod geweckt. Sie sind Mara hörig und wollen uns alle vernichten. Nicht alle. Ich jedenfalls nicht. Was macht dich so sicher, dass du verschont bleibst? Was macht deinen Geist stärker als den der anderen Piraten, die Mara verfielen? Leichtfertig bist du. Schluss damit, sonst lasse ich dich Kilo. Entspann dich mal wieder, mein Freund. Ich weiß ja, wie du dich fühlst, aber das bringt uns nicht weiter. Mag ja sein, aber... Noch haben wir nicht verloren. Ich brauche dich hier an Bord meines Schiffes. Nur wenn wir zusammenhalten, haben wir eine Chance. Klar? Ja, ist schon gut. Also, reiß dich zusammen. Oi. Oi. Jetzt hab ich ihn richtig beleidigt, ey. Charakter, Crew, wollte ich mal gucken. Drei Plätze sind noch offen. Ich habe keine Ahnung, ob es möglich wäre, halt noch mehr zu bekommen. Aber ab diesem Punkt ist es halt eigentlich auch egal. Ich guck gerade nur Harlock.
Oder war das Harlock? Der Deal mit Harlock. Stabats Rätsel lösen, seine Tagebuchseiten sollten uns dabei helfen. Ich habe halt keine Ahnung, wo der Rest der Tagebuchseiten ist. Deswegen ist das eine Quest, die halt leider offen bleiben muss. Waffen ist egal, legendäre Gegenstände ist halt auch so. Shaganumi-Stamm suchen. Die Flasche der Gedanken, das wird was sein, was ich nicht brauche. Die zerbrochene Rassel, Marakai-Stamm finden. Das wird wahrscheinlich auch irgendwas mit Ritual, Piraten, aber so ein Captain Stabats Besitz befinden. Das ist halt das. Vielleicht kommen wir da auch noch so hin. Bin mir gerade unsicher, weil keiner diese Gesprächsoption hat. Also so oder so wären wir halt durch. Das heißt, Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Okay, auf geht's hier hin. Okay. Der Wassertempel. Von hier aus verbreitet Mare Angst und Schrecken unter den Seefahrern der südlichen See. Ist natürlich eigentlich auch ziemlich convenient, dass das wirklich in der Mitte ist, wo sie dann aus. Eigentlich. Naja, gut, lassen wir das. Warum? Warum stehe ich da in der Luft? Ist das so gewollt? Fahren die ohne mich? Kann ich jetzt fliegen? Lass mich alleine? Bin ich auf mich allein gestellt? Ist das Maras Werk? Ist das Stabats Werk? Oder war es nur ein Bug? Hohoho. Sind auf Grund gelaufen. Nein, sind wir nicht. Oh, ich liebe es. Und das ist halt das Ding. Sorry, dass ich gerade. Das Skin. Oh, das Schiff. Oh Mann. Zum Glück ist Jafar nicht mehr hier, wo er sonst immer war. Mist. Und das ist das, wovor ich immer Angst hatte, vor dem Schnellreisen mit dem Schiff, weil ich dachte, dass der Kraken halt relativ random kommt. Und nicht, dass er jetzt wirklich speziell immer nur dann kommt, wenn man, zum Wassertempel reist. Deswegen hatte ich auch immer Angst vorm Reisen. Oh, man kann speichern. Deswegen hatte ich auch immer Angst. Autsch. Zum Glück kann ich als Pirat schwimmen. Deswegen hatte ich auch immer Angst, ungespeichert zu reisen, weil ich genau wusste, dass der Kack hier kommt. Und ich weiß zwar nicht, was Patty da macht. Schaut sich auf die Nägel. Ist okay. Kämpfe ich halt allein um unser Überleben. Ist ja nicht so, dass es halt boah, der Kraken ist. Hey, komm. Aber der Kampf ist gerade irgendwie ein bisschen lame, weil er irgendwie... Er könnte halt mal... Da ist er. Feuer! Jetzt habe ich ihn zumindest mal getroffen. Muss man erstmal drauf klarkommen, wie das funktioniert. Muss mal gucken, ist er hier? Nee, wird wahrscheinlich hier wieder sein. Oder? Nee. Ah ja. Oh, hat das Maul zu. Das ist. Naja. Ich meine, schwer ist der Kampf jetzt nicht, weil ich kann mich ja immer wieder heilen. Und der nette Kraken ist ja auch ein bisschen länger unter Wasser und hat auch jetzt netterweise das Maul immer zu. Ich finde das wirklich schön, dass meine ganze Crew einfach nur dumm rumsteht und nichts macht. Beziehungsweise man sieht ja nur Patty gerade. Aus dieser Perspektive aus. Unsere Küche ist weg. Der Kraken hat unsere Küche kaputt gemacht. Kacke. Und Patty steht da wie so ein Zombie, oder? Was stimmt denn nicht mit dir? Du könntest ja mal helfen. Klar kannst du gegen Kraken nichts ausrichten, aber... So ein bisschen... Kannst du ja wenigstens tun, als ob du mir helfen würdest. Kannst du mich wenigstens anfeuern oder so. So schwer wäre das nicht. Ach Gott, ich gebe es offen. Jetzt hat er natürlich den... Hey. Ja. Muss halt leider sagen, ich habe keine Ahnung,
Bam. Wie oft ich den Kraken jetzt ins Maul treffen muss? Das waren jetzt 2 Treffer. Jetzt hat er natürlich Maul. Ah, offen. Kacke. Ich hab doch getroffen. Oh, ich bin der Beste. Ich bin der Beste, Alter. Ich bin der Allerbeste. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Komm her. Ugh. Ich muss aber auch sagen, es ist halt echt der. Ich habe schon bessere Kraken gesehen. Und der hat mein Schiff schon echt massakriert. Oh. Er wollte sich gerade nicht umdrehen. Ich weiß gerade nicht, wie das passiert ist. Aber. Ich meine, er hat schon mein Schiff kaputt gemacht. Ziemlich massakriert. Du trinkst da oben einfach. Kann doch nicht sein, ey. Ich muss die Arbeit machen. Erlaub mir jetzt einen Spaß und er verkackt deswegen ein Hit. Alles deine Schuld. Hast du gerade eine Waffe? Gott sei Dank, ich dachte, du hast. Ich dachte, Patty, er hätte mein Spaß gerade gar nicht gefallen. Und die hätte. Ach, ich habe dich richtig getroffen. Kragen, kannst du dich nicht beeilen? Nein. Mein Siegesmut von vorhin, dass ich ihn aus einer komischen Lage getroffen habe, ist gerade wieder dahin geflogen. Also das ist jetzt gerade ein bisschen. Meine Darbietung, die ich gerade hier auf den Tisch lege, ist ein bisschen peinlich. Aber so. Das war das 4. Mal. Ich kann mir vorstellen, dass man ihn 5, 6 Mal oder so treffen muss. Und oh, das ist das 5. Mal. Und jetzt noch 1, 2 Mal oder so und dann haben wir das auch geschafft. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz krass. Und ich hoffe, er ist ganz krass. Bumm. 6. Weißt du, kaum gibt man sich mal wirklich ein bisschen Mühe und arbeitet nicht nur rum und macht, sondern einfach, macht sogar einfach. Ah, guck mal. Okay. Die Maussteuerung ist gerade irgendwie ungünstig hierfür. Hat für diesen Kampf speziell mit dem hier nicht ganz so optimal, aber ist auch scheißegal. Ist ja auch scheißegal. Der ist ein Hit davon entfernt zu sterben. Und dann mache ich einen richtig geilen Kalamari-Ring aus ihm. Und dann wird richtig geschlemmt, sag ich euch. Das war die 6. Ja gut, vielleicht noch einmal. Besiege den Kraken. Geil. Das war sogar die. Voll vergessen. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Miststück darf uns nicht entwischen! Wird sie auch nicht! Nimm Kurs auf den Tempel! Und da haben wir auch den Wassertempel gefunden. So. Aber ich bin mal ein Arsch und beende mal hier an der Stelle die Folge. Ich hoffe, es hat. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Kampf gegen Kraken, Mara Kraken, Enterian. Ja, lassen wir das. Und dann nehmen wir uns den Wassertempel in der nächsten Folge vor, was dann auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, die letzte Folge sein wird.
Also vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also in dem Sinne, ciao.